Autopanne. Mitten in der ägyptischen Wüste. Die Sonne brennt bei 40 Grad. Keine Ahnung, ob die Ecke hier gefährlich ist. Touristen wollen hier nicht mehr hin. Seit Wochen ist es die erste Tour. Und ausgerechnet jetzt versagt der Motor. Guter Ort, um eine Panne zu haben, muss ich sagen. Wie kommen wir von hier wieder weg? Es wird nicht das einzige Problem sein, auf das ich bei meiner Reise nach Hurghada treffe. Der Urlaubsort, der momentan fast so ausgestorben ist wie die Wüste. Beinahe hätte es diesen Film gar nicht gegeben. Denn kurz vor meiner Abreise haben alle großen Touristikunternehmen aufgrund der Unruhen ihre Reisen abgesagt. Freunde und Familie erklären mich für verrückt oder machen sich große Sorgen. Eine einzige deutsche Chartergesellschaft fliegt noch, für 75 Euro One-Way. Es nehmen aber nur wenige das Angebot an. 63 Passagiere sind an Bord, knapp 190 hätten Platz. Viele von ihnen sind nicht einmal Touristen. Sie gehören zu einer deutsch-ägyptischen Hochzeitsgesellschaft. Eine Hochzeit mit gemischten Gefühlen. Es war so unwirklich, in die Stadt zu gehen und zu überlegen, ach, was für ein Kleid kaufe ich, wie sehe ich damit aus? Und dann nach Hause zu gehen und den Fernseher anzuschalten und zu gucken, und was ist inzwischen passiert und wie viele haben ihr Leben verloren und wo stehen wir jetzt? Und dann mit der Tochter zu telefonieren, ja, und die Hochzeit dort. Und sie ist selber davon genauso betroffen. Und sie war schon auf dem Tahrir-Platz 2011. Ja. Ja, es ist so ein bisschen eine Zerrissenheit, als ob es passt nicht jetzt Hochzeit feiern. Aber passt es denn jetzt, Urlaub zu machen? Ist das wirklich gefährlich? Wie geht es den Menschen da unten, wenn jetzt niemand mehr kommt? Ich reise mit vielen Fragen an. Auch am Boden wirkt Hurghada auf den ersten Blick sehr ruhig und entspannt. Keine Anzeichen von Unruhen. Der Reiseleiter Mohammed Faisal holt mich vom Flughafen ab. Unser Gespräch wird schnell zu einem Plädoyer für Hurghada, bei dem ich kaum zu Wort komme. Der Unterschied zwischen Hurghada und zum Beispiel Kairo, nach meiner Meinung als ein Ägypter, nicht als ein Reiseleiter interessiert, wie die Strecke zwischen Himmel und Erde. Himmel und Erde, der Unterschied. Kein Vergleich. Aber ich merke schon, ich glaube, Sie werden so richtig sauer, wenn Sie über das Thema reden. Ich mag das Land sehr. Ich bin sauer, weil ich ein Ägypter bin. Ich bin Muslim schon. Ja, und du weißt ja, was ist passiert ist. Das hat gar nichts mit der Religion zu tun. Wirklich, ja, alles hier super. Das ist, fahren Sie selbst in Hurghada, gehen Sie einmal alleine. Und guck die Leute, wie die Leute sehr sauer sind. Ja, alle müssen essen, leben. Mit einer Hand kann ich nicht klatschen. Aber mit zwei Händen können wir alle klatschen, oder? Doch die zweite Hand, die Touristen, traut sich offenbar derzeit nicht. Im Zimmer angekommen, geht mein erster Griff zur Fernbedienung. Ich will wissen, ob es neue Proteste in der Hauptstadt Kairo gibt. Für mich völlig überraschend, es gibt keinen einzigen Kanal, der über die Lage im Land berichtet. Im ägyptischen Staatsfernsehen Geschichtsunterricht. Von meinem Zimmer aus habe ich einen schönen Blick über die Anlage. Einen direkt angeschlossenen Strand gibt es nicht. Hier können Touristen ihren Urlaub völlig abgeschirmt verbringen. Das Hotel gehört zu einem der letzten Veranstalter, die noch Ägyptenreisen anbieten. Aber auch hier sind die Folgen der Krise schon deutlich zu erkennen. Leere im Pool und an der Bar. Ich will mich erst einmal im Hotel umsehen. Wer macht hier noch Urlaub? Hallo. Hallo. Ich komme mit einem jungen Pärchen ins Gespräch. Sie sind angereist nur wenige Tage, bevor die großen Reiseveranstalter alle Reisen abgesagt haben. Und habt ihr selber auch mal zwischendurch überlegt, nee, machen wir nicht, vielleicht immer doch nicht? Das ist unser erster gemeinsamer Urlaub, den lassen wir uns nicht vermiesen. Ja. Das ist zum Jahrestag das Geschenk von mir gewesen. Ich habe ja alles gezahlt.
Und ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht mit, weil ich habe keinen Bock, irgendwo in Mallorca zu landen oder so, wenn wir jetzt endlich mal 5 Sterne genießen können. Und ja, das noch zum Jahrestag. Und hat er gesagt, nee, dann gehen wir hin, ist egal, was die Eltern sagen. Ja. Entweder kommen wir zurück oder nicht. Der Pauschalurlaub wird zur Abenteuerreise. Die Auslastung des Hotels liegt bei rund 20%. Werden es noch weniger, droht das Vorübergehende aus. Dann werden die Rollläden runtergelassen. Von Tag zu Tag werden es weniger Gäste. Am späten Nachmittag wird es ernst. Wird das Hotel doch mit Tränengas angegriffen? Aber Glück gehabt, so werden nur die Moskitos bekämpft. Das nenne ich mal Animation. Welcome to Hurghada. You made it. Am Nachmittag treffe ich Susanne Mlasko. Gemeinsam mit ihrem Pfarrer Amre Ahmed Ibrahim ist sie aus Kairo gekommen. Die gebürtige Wienerin lebt seit 8 Jahren in Ägypten und organisiert Wüstensafaris. Die kommende Woche wird sie mich an die Hand nehmen. Gemeinsam fahren wir durch Hurghada für einen ersten Eindruck. Und der ist frustrierend. Viele Bauruinen stehen am Wegrand, stumme Zeugen eines Booms, der mit der Revolution abrupt zu Ende ging. Ich will den Ort sehen, an dem bei einer Demonstration ein Muslimbruder ums Leben kam. Er ist weit weg von den Hotelanlagen und weit weg von Kairo, wo Hunderte ums Leben kamen. Trotzdem hat dieser eine Todesfall das Fass zum Überlaufen gebracht. Kurz danach haben die Urlaubsveranstalter alle Reisen abgesagt. Die Spuren von der Straßenschlacht sind noch deutlich zu sehen. Für Hurghada ist der Tod dieses Demonstranten ein Wunderpunkt. Ja, es ging schon ordentlich zur Sache hier, ne? Naja, auf der einen Seite flogen Steine, auf der anderen Seite flog das Tränengas. Und dann auch wurde geschossen und so ist der umgekommen. Ja. Diese ganzen Theorien von wegen, was weiß ich, Herzinfarkt oder beim Einbruch erwischt oder diese Sachen. Jeder bringt so seine, die ihm passende Theorie, um die Wahrheit nicht zu sehen. Okay. Denn diese Wahrheit schadet dem Geschäft. In Hurghada hat niemand Interesse an unangenehmen Zwischenfällen. Am Abend führt mich Susanne in die Marina von Hurghada. Hier feiern Ägypter und Touristen gemeinsam. Susanne zeigt mir ein außergewöhnliches Restaurant. Hier gibt es Gerichte wie Kamelsteak mit Schokoladen-Chili-Soße oder Wasserbüffelburger. So sieht also Wasserbüffel aus. Lass mal schauen. Ja, genau. Ist Wasserbüffel eigentlich besonders wässrig? Es ist kein Ganzer. Nee. Wir kommen mit dem Kellner Amir ins Gespräch. Er erzählt uns, dass er Anhänger der Muslimbrüder ist. Er sei nicht radikal, aber er halte sie für die stärkste Bewegung. In Hurghada ist er damit in der absoluten Minderheit. Sein Kollege Mahmoud von der Bar gehört dem anderen Lager der Revolutionsbewegung an. Am Anfang sind wir immer Freunde, erzählt mir Amir. In der Mitte streiten wir uns und schreien uns an. Am Ende sind wir wieder Freunde. Ein Beweis dafür, dass sich die Ägypter auch friedlich mit den Konflikten auseinandersetzen. Am Ende lädt mich Amir für den übernächsten Tag zu einer ägyptischen Hochzeit ein. Er möchte, dass ich das wahre Leben Ägyptens kennenlerne. Für heute geht's zurück ins Hotel. Dort habe ich das Gefühl, dass es noch leerer geworden ist. Der Sänger an der Bar singt nur noch für eine Handvoll Gäste und den Barkeeper. Nichts ist mehr unpolitisch in Hurghada. Wie sehr darf man den Urlaub noch genießen? Ich habe lange überlegt, bis ich diesen Ausflug hier gebucht habe. Doch dann denke ich mir, wer ans Rote Meer kommt, muss auch mindestens einmal getaucht sein. Die Gedanken an das Blutvergießen tauchen bei mir allerdings irgendwie mit und ich will mit anderen Gästen drüber sprechen. Also immer zweigleisig. Auf der einen Seite, die leben davon. Wenn wir jetzt die Touristen weg sind, man sieht, die Hotels sind geschlossen.
Was passiert jetzt? Man kann die Unterwasserwelt jetzt nicht vergleichen mit dem, was jetzt in Kairo passiert ist. Ich sehe das halt nicht die moralische Frage. Ich erfahre, dass es erst einmal der letzte Ausflug ist. Mehrere Gäste wurden auf einen Tag zusammengelegt. Danach gibt es keine Buchungen mehr. Ein großer Schritt für einen kleinen Menschen, kleiner für die ganze Menschheit. Der Anblick der Unterwasserwelt lässt mich mein schlechtes Gewissen schnell vergessen. Alles wirkt hier so friedlich und harmonisch. Oben auf dem Boot sind die Sorgen wieder zurück. Für Regina, die das Geschäft mit ihrem Partner Matthias führt, geht es momentan um alles oder nichts. Wir haben kein Business momentan, keine Gäste, die zu uns zum Tauchen kommen. Sprich, eben, wir haben auch keine Einnahmen mehr. Wir haben zudem auch noch das Problem mit unserem Hotel. Was sie jetzt dann eben zusätzlich noch gebracht haben, ist, sie wollen die Miete zusätzlich um 10% erhöhen. Weil sie dann ja auch noch sagen, wir haben dort keine Einnahmen mehr durch Gäste, also müssen das eben dann eben unsere Mieter mittragen, diese weggebrochenen Einnahmen. Wie geht ihr jetzt dann damit um? Ja, wir versuchen nochmal wirklich reell, auf reeller Ebene mit dem Hotel zu sprechen, da dann eben auch eine Lösung zu finden, die uns beiden zufriedenstellt. Wenn das Hotel so bleibt, wie sie ist, dann sehen wir eigentlich keinen Ausweg, als auch Ägypten zu verlassen und hier unser Geschäft zu schließen. Für immer. Zur Not auch für immer. Nützt ja nichts. Seit fast 20 Jahren sind sie die Mieter der Tauchbasis. Jetzt zittern 13 Menschen um ihren Job. Ich verspreche Regina, vor meiner Abreise noch einmal vorbeizukommen. Ich will wissen, ob sie es packen oder packen müssen. Immer wieder höre ich auf meiner Reise die Beschwerde auch von Ladenbesitzern, dass die Hotels gerade jetzt die Mieten erhöhen. Vielen bricht das Genick. Vor allem, wenn gar keine Gäste mehr kommen. Jetzt wird es richtig ernst in Hurghada. Heute schließen erste Hotels. Die meisten Mitarbeiter wurden in den unbezahlten Urlaub geschickt oder gleich gefeuert. Deprimierender Anblick eines Traumstrandes. Als wir versuchen, mit Angestellten über ihre Probleme zu reden, werden wir weggeschickt. Mein Eindruck, offiziell beschweren wollen sich die Ägypter nicht. Eine deutsche Angestellte will reden. Ulrike Trautvetter kommt aus Köln, arbeitet hier seit 3 Jahren als Gästebetreuerin. In ihrem eigenen Urlaub hat sie erfahren, dass sie nicht mehr an ihren Arbeitsplatz zurückkehren darf. Das Management nutzt harte Methoden, um seine Angestellten loszuwerden. Das war einfach nur ein Anruf, du bist gefeuert. Und das Nachfrage von Gründen, also der Grund ist ein fadenscheiniger, also kein Grund. Wie sieht denn das momentan auch im Freundeskreis aus, sowohl im ägyptischen als auch jetzt im europäischen Freundeskreis? Also man sieht, die Stadt wird immer leerer. Es sind fast alle, ich würde mal sagen 80%, sind im unbezahlten Urlaub oder gekündigt. Also die ganze Region Hurghada ist komplett ohne Einkommen in der nächsten Zeit. Es werden alle nach Hause geschickt. In Hurghada rücken momentan alle eng zusammen, sagt Ulrike noch. Sie hoffen fast verzweifelt, dass die Krise vielleicht bald zu Ende geht. Heute ist der Abend der Hochzeit. Ich will nett sein und kaufe noch Blumen für die Braut. Marlene aus Thüringen arbeitet seit einem Jahr hier. Seit einigen Wochen macht sich ihre Familie in Deutschland aber große Sorgen um sie. Where are you from? From Germany. Also meine Oma vor allem, die denkt ja, ich krieg nichts mehr zu essen und nichts mehr zu trinken und... Oh Gott, Kind, pack schon mal den Koffer vor. Solche Sachen. Ja. Wir sollen der Oma noch ausrichten, hier in Hurghada ist alles ruhig. Taxi, hi. Eins kann ich jetzt schon mal über ägyptische Hochzeiten sagen, sie fangen sehr, sehr spät an. Wir haben es jetzt schon kurz nach 10:30. Bin sehr gespannt. Der Taxifahrer scheint von meiner Idee, Blumen mitzubringen, mäßig begeistert zu sein. I brought some flowers. Is that okay for Egypt wedding? Yeah, it's okay. Wir fahren nach Sikkala,
den ältesten Stadtteil von Hurghada. Hier trifft man weniger Touristen. Auf der Fahrt geht es vorbei an Kontrollposten von Polizei und Militär. Hi there. Hi, hi, Mr. Yes. Ich treffe Amir im Restaurant, in dem er arbeitet. Auch er schaut etwas irritiert auf die Blumen. Das ist mal was Neues, sagt er. I didn't know what to do. No. It's nice, yeah. Something new for us. Yeah. Die Feier ist einige Straßen weiter. Doch was ich dann sehe, übertrifft alle Erwartungen. Feiern in völliger Ekstase und mit völlig übersteuerter Musik. Problem ist nur, hier sind nur Männer. Klassisches Missverständnis. Die vermeintliche Hochzeit ist eher eine Art Junggesellenabschied. Und ich habe Blumen dabei. Irritation auf beiden Seiten. Egal. Geschenk ist Geschenk. Muslimbrüder und Anhänger der Revolutionsbewegung feiern zusammen. Politik zählt hier nicht, erklärt mir Amir. Heute Abend wird gefeiert, heute ist jeder glücklich. Morgen, wenn die Sonne aufgeht, streiten wir uns wieder. Und morgen könnte diese fröhliche Stimmung in der Tat vorbei sein. Morgen ist Freitag, der Tag der Freitagsgebete. Amir lädt mich ein, dabei zu sein. Danke sehr. Danke für's Schauen. Good night. Und das mit den Blumen erzählt er keinem. Zurück im Hotel bekomme ich einen Moment mit, der den Mitarbeitern durch Mark und Bein geht. Viele Gäste reisen ab, nur wenige werden nachkommen. Auch für das Pärchen vom Pool ist der Urlaub zu Ende. Die Reiseleiter sind nachdenklich. Ich kann nicht in Hurghada hier leben, ohne zu arbeiten. Das geht nicht. Und das Leben für uns in Hurghada braucht auch Geld. Wir müssen die Miete bezahlen, wir müssen das Essen bezahlen. Bestimmt, ohne Arbeit geht das nicht. Das bedeutet, ich muss zu meinen Eltern gehen. Und meine Eltern bezahlen nämlich bestimmt alles. Das ist auch nicht so einfach. Es ist ein komisches Gefühl. Abgeholt wurde ich mit einem Kleinbus. Viele große Busse fahren die Gäste zum Flughafen. Am nächsten Tag, kurz vor 12. Wir fahren in die Altstadt von Hurghada. Die Menschen strömen in die Moschee. Ich bin nervös, denn Ex-Präsident Mubarak wurde freigelassen. Die Muslimbrüder haben den Freitag der Märtyrer ausgerufen. Auch Amir scheint heute etwas unruhig zu sein. Er kommt spät, das Gebet hat bereits angefangen. Wir werden sehen müssen, was gleich passiert, sagt er uns. Wenn es Proteste geben wird, dann da hinten. Nach dem Gebet will er uns abholen. Wir sollen warten. Wir drehen rund um die Moschee mit einer kleinen Amateurkamera. Wir wollen nicht als Fernsehteam durch unsere Anwesenheit auffallen oder provozieren. Nach dem Gebet gehen die meisten Gläubigen. Nur eine kleine Gruppe macht lautstark auf sich aufmerksam. Die meisten hier sind allerdings mit den Sprechchören nicht einverstanden. Immer wieder sind auch die vier Finger zu sehen, das Zeichen des Protestes gegen die Machtübernahme durch das Militär. Was rufen Sie, will ich von Amir wissen. Sie beschweren sich über das harte Durchgreifen der Armee. Ich will gerne noch mehr erfahren, doch wir werden von Sicherheitsleuten angesprochen. Amir sagt, es wäre besser, wenn wir gehen. Die Demonstration selbst in Hurghada bleibt sie laut, aber friedlich. Amir will unbedingt Bilder aus Kairo sehen. Wir gehen eine Straße weiter in eine Teestube. Ein Gast erzählt uns, dass der Nachrichtenkanal Al Jazeera nicht mehr empfangbar sei. Zensur von oben? Doch das Fernsehen ist sowieso bald vergessen.
Es entsteht schnell eine hitzige und heftige Diskussion, bei der auch die Österreicherin Susanne arabisches Temperament beweisen muss. Amir, als Anhänger der Muslimbruderschaft, merkt schnell, dass er in der Minderheit ist. Schau doch, wie das eine Jahr mit Mursi lief. Jeden Tag flogen Molotow-Cocktails. Keine Polizei und kein Militär steht ihm bei. Mit was hätte er denn arbeiten sollen? Ägypten ist eine Braut Gottes. Gott hat General Sisi gewählt, um Ägypten groß zu machen. Wenn Mursi an der Macht geblieben wäre und das Militär nichts gemacht hätte, dann könnten wir nicht mal mehr in unseren Häusern sitzen. Dann bräche hier alles zusammen. Doch so hitzig, wie die Diskussion geführt wird, genauso schnell kühlen die Gemüter auch wieder ab. Die meisten Diskussionen laufen in Ägypten so ab, doch die Welt bekommt oft nur die Gewalt zu sehen. Bei uns endet das Gespräch mit einem Abschiedsfoto vor der FC Bayern-Fahne. But now you have to scream. Super Bayern, Super Bayern. Hey. Super Bayern, Super Bayern. Auf dem Heimweg will ich noch kurz am Blumenladen vorbei und von meinem Fettnapf bei der angeblichen Hochzeit erzählen. Doch an der Tür erwartet mich eine Überraschung. Hallo. Hallo. Was ist los? Ich habe noch vor kurzem... Forever. I'm ich habe noch vor kurzem Blumen gekauft. Ich weiß. Wir haben eine E-Mail bekommen und wir haben... in der E-Mail wurde geschrieben, tell Doris and Marlene, leave the flower tower and not come back. That's it. Das war's. Nothing more. Immer wieder höre ich Nogada die gleichen Geschichten. Job verloren, der Umgang mit den Mitarbeitern, offenbar wenig sozial. Susanne will mir ihre geliebte Wüste zeigen. Wir bekommen mit Salama Hosni Salama einen zweiten Fahrer, der auf Sand spezialisiert ist. Es ist der erste Einsatz für ihn seit Wochen. Derzeit sind alle Wüstensafaris abgesagt. Am Anfang ist die Fahrt noch entspannt. Aber dann biegt Salama von der Hauptstraße ab in den Sand. Wer ist hier eigentlich für den Straßenbau verantwortlich? Die Natur. Die Natur. Ja, verstehe. Die Natur macht, was sie will. Erste Erinnerungsfotos werden zu einer großen Herausforderung für Amr. Ich freue mich auf die Wüste. Die Stimmung ist gut. Zunächst. Doch dann müssen wir plötzlich eine ungeplante Pause einlegen. Motor aus, nichts geht mehr. Offenbar der Dieselfilter. Super Ort, um eine Panne zu haben, was? Vielleicht kommt er gleich ein Taxi. Das Problem scheint größer zu sein als gedacht. Es dauert lange, sehr lange. War es das mit der Wüste? Ein letzter Versuch. Wir sollen schieben, meint Salama. Vielleicht ist das ja auch die Batterie. Endlich weiter. Jetzt muss es schnell gehen. Viel zu spät fahren wir Richtung Berge. In der Dunkelheit erreichen wir unseren Schlafplatz. Schön hier. Die Reiseveranstalter warnen vor diesen Orten. Viel zu gefährlich. Susanne ärgert sich über solche Einschätzungen. Wie denkst du denn darüber nach, wenn dann Reiseunternehmen oder auch ägyptische Touranbieter in dieser Zeit genau vor Touren in die Wüsten waren? Na, weil sich die Ägypter, die Stadt Ägypter vor der Wüste fürchten und vor den Beduinen fürchten. Und vor allem die Beduinen verachten. Die Ägypter sind ja ziemlich rassistisch. Und diese Arabs, wie sie sie nennen, die da in der Wüste leben, die mögen die gar nicht. Die verachten die und umgekehrt aber kriegen die auch wenig Hilfe von den Beduinen, wenn die mal was bräuchten. Ne?
Wenn du so Wörter wählst wie Verachtung, ist Ägypten ein Land der Extreme? Oh ja, schwarz-weiß. Stadt, Land, gebildet, ungebildet, reich, arm. Du hast hier absolut nur die Gegensätze. In der Mitte gibt's gar nichts. Oder eben für Mursi oder gegen Mursi. Zum Essen gibt es Gemüsesuppe. Salama und Amre erzählen mir, wie hart sie das Problem der Touristenflaute trifft. Beiden reicht das Geld noch für einen Monat. Wenn sich bis da nichts ändert, wissen sie nicht, wie sie ihre Familien ernähren sollen. Die Schuld sehen sie aber nicht nur in den aktuellen Konflikten. Das Problem liege viel weiter zurück. Unser Hauptproblem ist, dass Präsident Mubarak 30 Jahre lang das Land übernommen hat. Er hat sich nie um Arme oder Arbeiter gekümmert. Das war der Grund für die Revolution. Doch der neue Präsident war genauso. Das Volk will endlich einen ordentlichen Präsidenten und Männer, die sich um Geschäfte kümmern. Wäre Mubarak ehrlich gewesen, dann wäre das Land jetzt nicht in dieser schlimmen Lage. Ich sehe das Hauptproblem in der Bildung, sagt Amre. Viele Menschen verstehen gar nichts, sind völlig ungebildet und die sind leicht zu beeinflussen. Vor allem von Extremisten. Die Leute mit Geld kaufen eine Fernsehstation und beeinflussen die armen Menschen. Wir reden noch lange, bis tief in die Nacht. Dann kommt der schwere Teil. Schlafen auf Steinboden und dünnen Plastikmatten. Das Leben in Ägypten ist hart, der Boden leider auch. Dafür werde ich mit einem einzigartigen Ausblick in den Nachthimmel entschädigt. Uhr, Sonnenaufgang. So sieht es hier also aus, wenn es hell ist. Noch schnell einen Kaffee und dann geht es zurück in die Zivilisation. Wie versprochen schaue ich noch einmal bei der Tauchschule von Regina vorbei. Na, ihr seid ja immer noch da. Für sie geht es um alles oder nichts. Geht das Hotel nicht mit der Miete für die Tauchbasis runter, bedeutet das Ende für die Tauchschule und die Mitarbeiter. Boot steht still. Boot steht still, ja. Und Hotel? Habt ihr irgendwie auch einigen können? Oder nein, nicht? Auch dort sind wir immer noch in Verhandlungsgesprächen. Oh, zieht immer sich noch. Aber. Und das zieht sich so ein bisschen wie Kaugummi, ja, aber. Es ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen, aber wie es jetzt eben aussieht, ist, wenn das Hotel jetzt nicht einlenkt, dann werden wir einfach unsere Sachen packen und gehen. Ehrlich? Ja, was nützt? Na? Wir müssen auch sehen, wo wir bleiben. Sag mir Bescheid, okay. Wie es ausgeht, okay? Man. Good luck, ja? Yeah, okay. Yeah, you too. Ich hoffe, dass sie es noch packen. Doch momentan haben sie eher schlechte Karten. Meine Reise geht zu Ende. Es gab keinen einzigen Moment, an dem ich mich unsicher oder bedroht gefühlt habe. Dafür ist mir deutlich vor Augen geführt worden, wenn die Touristen nicht in absehbarer Zeit zurückkommen, wird es den Menschen in Ägypten richtig schlecht gehen. Die Angst ist groß. Nach außen hin versuchen die Ägypter, den übrig gebliebenen ihren Urlaub noch so angenehm wie möglich zu machen. Hier wird weiter gesungen, bis der Letzte das Licht ausmacht. But let me start by saying I love you.